Hey, liebe Weltallkinder, ich war am Sonntag das erste Mal auf einem Captain Peng Konzert und ja, ich muss echt sagen, dass das echt mega cool war. Das Ganze hat in Ludwigsburg stattgefunden, im Innenhof vom Schloss. Ja, ich war da zusammen mit meinem Freund und ein Kumpel ist da auch noch mitgegangen. Und ja, ich dachte, ich erzähle dir einfach so mal, wie ist Captain Peng live? Weil das ist so eine Frage, die mich einfach auch selber so voll interessiert hat. Ja, ich werde hier so am Anfang noch so ein bisschen auf die Bands eingehen, die hier vorgespielt haben. Wen das Ganze nicht interessiert, hier blende ich mal so eine Zeit ein, auf die man vorspulen kann, wenn einen nur der Teil ab Captain Peng interessiert, sodass man sich jetzt nicht irgendwelches unnötiges Geschwafel anhören muss. Ja, als erstes gab es so als Vorband so eine ganz kleine Newcomer-Band, die heißt Modeste. Der E-Kanal hat sogar noch weniger Abonnenten als ich. ja, und die haben dann zum Beispiel so ein Lied gespielt, das heißt Alles in Scherben. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen, besonders so dieser Teil mit dem Mosaik. Ah ja, bevor ich es vergesse, ich werde jedes Lied, was ich hier in dem Video erwähne, auch in die Infobox reintun, sodass ihr euch das alles auch mal anhören könnt, wenn es euch interessiert. Ja, also meine Meinung zu Modeste. Ich finde, es ist wie so ja, eine Gruppe von Jungs, die des Öfteren mal so gut unterwegs auf Techno-Veranstaltungen waren. Also ja, der eine, der neben dem Sänger rechts davon dann so Gitarre, also E-Gitarre gespielt hat, hat zum Beispiel zeitweise dann die ganze Zeit auf und ab rumgehüpft wie so ein Eichhörnchen auf Speed. Fand ich ziemlich cool. Ja, und in dem Lied geht es halt auch so um, weiß nicht, teilweise auch negative Sachen. Aber ich finde gerade so dieser Aspekt mit dem Mosaik, fand ich ziemlich schön. Hört euch das Lied am besten an, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ich finde so gerade so kleinere Künstler sollten so ein bisschen mal so gepusht werden. Weil die halt wirklich so jede mögliche Unterstützung brauchen, deswegen, ja. Als zweites hat es Lumpenpack gespielt. Das ist eine Band, die ich vorher auch schon kannte, aber nur so eher oberflächlich. Also ich kannte nicht so viele Lieder davon. Und ich muss echt sagen, die Jungs sind live so lustig. Also die haben richtig so einen Entertainment-Faktor. Ich stand da so vor der Bühne und musste echt immer wieder lachen bei den Liedern, weil dann einfach so, ja, Wendungen in den Liedern vorkamen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und auch die Art und Weise, wie die zwischen den Liedern moderiert haben, war auch ziemlich gut gemacht. Also die können einfach gut mit Sprache umgehen. Es ist wie lustiger Poetry Slam in Liedform. Ja, zu den Liedern, die gespielt haben. Es war zum einen mal Guacamole, was ich dann auch lustig finde, weil ich selber jemand bin, der Guacamole lecker findet. Ich weiß, so Avocados, wir brauchen sehr viel Wasser, aber ab und zu mal, oh, das ist schon lecker. Dann haben sie zum Beispiel auch noch das Lied Pädagogen gespielt. Es wäre echt lustig, wenn ich das meinem Deutschlehrer mal schicken würde. Weil mit dem habe ich mich auch ganz gut verstanden. Also der gehörte nicht zu den Lehrern, die so komplett scheiße waren. Weil der, keine Ahnung, der war so jemand, der einen auch zum Hinterfragen angeregt hat. Und was haben sie noch gespielt? Genau, Kurze Hosen. Das Lied war auch sehr lustig. Und während dem Lied haben sie dann alle Männer in kurzen Hosen aufgerufen, einen Moshpit zu machen. So in der Mitte, so vor der Bühne. Und da sind dann halt wirklich so voll viele Leute gekommen in die Mitte und haben dort rumgetanzt. Das war richtig cool. Des Weiteren haben sie noch die Lieder Hauch mich mal angespielt und Miriam. Und was mir auch ziemlich gut gefallen hat, war das Lied EVP. Das fand ich einfach auch, ja, ich will nicht spoilern, deswegen kann ich nicht so direkt auf den Inhalt eingehen, aber das ist auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Ich weiß nicht mehr auch, bei welchem Lied war es dann so, dass sie zu den Zuschauern gesagt haben, dass sie jetzt alle nicht ihre Feuerzeuge rausholen sollen, sondern jeder sein Handy rausholen soll und seinen Taschenrechner reinmachen soll und dann mit dem Taschenrechner-Handy so hin und her schwanken soll.
Das war eigentlich auch eine coole Aktion. Und sie haben auch noch ihr neues Lied Ford Fiesta gespielt. Und das war dann auch cool, wo so diese Stelle kam, so Toilette kostet 50 Cent, Kapitalismus nervt extrem, deswegen wird es wild gepinkelt gegen das System. Und ich habe so meinen Foxy genommen und so voll so rumgetanzt. Also den so in die Luft getan. Und die haben dann auch so Konfettikanonen aufs Publikum losgelassen, das war auch cool. Danach haben Mighty Oaks gespielt. Bei denen habe ich jetzt aber nicht so arg zugehört, weil ich einfach körperlich total erschöpft war. Also ich hatte nur 3 Stunden geschlafen, ich war am Tag noch davor feiern. Und ja, deswegen hat mein Körper irgendwann mal so gesagt, so nee, du solltest dich jetzt mal hinsetzen und dich ein bisschen ausruhen und Selbstliebe betreiben. Und ja, dann saß ich dann halt fast die ganze Zeit, wo die gespielt haben, in so einem unterdachten Zelt rum. Und danach war es dann so, dass nach einer kurzen Umbauphase mir so alternative, ganz kreative Klanggeräusche von der Bühne gehört haben. Und ich war dann so voll so, oh, das könnte Captain Peng sein, oh mein Gott. Und wir sind dann so alle drei dorthin marschiert und dann hat aber von wegen Lisbeth gespielt. Und ja, ich war dann im ersten Moment so voll enttäuscht, weil ich halt eben Captain Peng in meiner Erwartungshaltung hatte. Ja, dafür kann die Band natürlich jetzt nichts, wenn ich jetzt was anderes erwartet hatte. Was gibt es dazu zu sagen? Ich kannte von denen jetzt auch nur ein Lied. Scheiße, ich weiß den Namen nicht. Irgendwas für Tanzen. Ich werde es auf jeden Fall noch googeln. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Es tut mir leid für jeden, der die Band gerne hört. Und danach war eben wieder eine Umbauphase. Und ja, auf der Bühne stand dann eben Captain Peng und seine Kollegen. Beziehungsweise sie alle zusammen sind ja eigentlich Captain Peng. Ja, und wie hat das Ganze angefangen? Also, es war zuerst so, Captain Peng hatte so eine Gerätschaft auf seinem Kopf. Und da vorne war so eine kleine Lampe, die so hier runter irgendwie so vor sein Gesicht geleuchtet hat. Und er hat dann mit einem Gedicht begonnen, wozu dann die Musikinstrumente angefangen haben zu spielen, Stück für Stück. Also am Anfang war noch keine Musik. Und das Gedicht habe ich tatsächlich nirgendwo online gefunden. Vielleicht hat er es auch extra für dieses Konzert geschrieben, ich weiß es nicht. Aber da ging es halt auch so um das Universum und dass alles eins ist. Und es hatte mir so viel ausgelöst, also ich habe wirklich Tränen in die Augen bekommen, weil, keine Ahnung, zum einen mal, ich sehe das erste Mal Captain Peng live, was ich schon ewig lang mal erleben wollte, und dann halt auch noch so wichtige Themen für die Menschheit, und ja, diese Kombination war so, haben eine starke Aktivierung meiner Tränendrüsen geführt. Ja, und danach hat er dann Ludwigsburg, also den Zuschauern von Ludwigsburg, quasi so dem Publikum einen Namen gegeben, nämlich Erika Ludwig, und hat dann auch so Freestyle so gerappt und dann irgendwie auch so, weiß nicht, der kann ja so abgefahrene Geräusche machen, das ist schwer zu beschreiben. Und irgendwie so und irgendwie, keine Ahnung. Ich kann nicht Beatboxen, zumindest momentan noch nicht. Und also der hat dann so einen richtigen Freestyle-Rap mit diesem Namen gemacht. Und er hatte dann auch so gesagt, keine Ahnung, dass das Publikum dann quasi so seine Freunde sind. Und hat dann mit dem Lied Neue Freunde begonnen. Und ja, also ich finde die Art und Weise, wie er da auch auf der Bühne steht und sich bewegt, das wirkt alles wie in so einem Flow. Also jede Handbewegung war irgendwie so voll so, die ist einfach geschehen. Man merkt halt auch,
ja, der wirkte so, als wäre er voll in seinem Element. Und ja, dann hat er auch noch Der Anfang ist nah gespielt. Es war dann irgendwie auch so, dass es so leichte Soundprobleme gab. Und es war irgendwie, keine Ahnung, die haben das dann einfach unterbrochen und Captain Peng hat dann irgendwelchen lustigen Quark gequatscht. Also, das, ich weiß nicht, als Publikum war das jetzt irgendwie auch nicht störend oder so, dass dann kurz unterbrochen wurde. Sondern, also ich habe das persönlich so empfunden, dass es dann trotzdem irgendwie noch lustig war. Weil Captain Peng einfach so spontan dann irgendwie reagieren konnte. Und ja, literarische Meisterstücke aus seinem Mund entfachen konnte. Also dann war es auch so, dass einer seiner Kollegen einfach spontan angefangen hat, irgendwelche Geräusche aus seinem Instrument zu machen. Und da meinte Captain Peng auch so wieder, ach hier schon wieder ein Störgeräusch, und der andere hat dann so weiter rumgeklimpert. Das war auch ziemlich lustig. Genau, in dem Lied ist es ja auch so, dass es irgendwie so heißt, Stopp und dann weitermachen. Bei Stopp sind dann wirklich alle auf der Bühne eingefroren. Standen dann 30 Sekunden lang so rum. Dann kommt jemand anderes auf die Bühne, tut den Arm, den eingefrorenen Arm von Captain Peng dann so irgendwie, weiß nicht, der war irgendwie so und dann irgendwie so anwinkeln. Und stellt sich dann so daneben und fängt an, auf einer Klarinette zu spielen. Und zwar irgendwie Happy Birthday, weil einer der Typen, glaub vom Licht, Geburtstag hatte. Und es war dann auch ziemlich lustig, weil das so komplett unerwartet einfach kam. Ja, und dann ist er wieder von der Bühne, glaub runter. Und es wurde weitergespielt. Ja, als nächstes wurde dann auch noch das Lied Wupp 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 gespielt. Danach war es dann so, dass dann der Bruder von Captain Peng, Shaban, mit auf die Bühne kam. Und sie haben dann zusammen das Lied Sein Name sei Peng gespielt. Und ja, dann wurde das Publikum auch noch dazu aufgerufen, dass jeder so seinen eigenen Namen ja schreien soll. Das war auch ein ziemlich cooler Moment. Danach hat er dann das Lied Tango im Treibsand gespielt. Es gibt ja diese eine Stelle in dem Lied. Mein Herz trägt nicht. Sprechen. Mein Herz trägt deinen Namen und mein Körper deinen Geruch. Und ja, da haben mein Freund und ich uns dann auch geküsst. Und ja, dann ging es ja irgendwie später so weiter. So, du bist mein Mann und du bist meine Frau. Und ja, ich habe dann so zu ihm rüber geschielt und er hat auch zu mir rüber geschielt. Das war ein echt schöner Moment. Dann hat er auch noch das Lied Meister und Idiot gespielt und danach kam Sie mögen sich. Und ja, mein Freund und ich hatten halt einfach auch damit gerechnet, dass das Lied kommt. Ganz einfach, weil ja, das Lied hat eine ziemlich große Popularität zum einen. Und ja, mein Freund und ich sind auch nicht das einzige Liebespaar. Und wer diesen Kanal kennt, weiß ja, dass ich öfters so diesen kleinen Fuchs mit mir rumschleppe, der auch mit Captain Peng zu tun hat. Und wir hatten dann vor kurzem auch noch so eine Fuchshandpuppe gekauft. Und ich habe dann meinen Foxy genommen und mein Freund dann diese Handpuppe. Und wir haben das komplette Lied dann mit den zwei Figuren so animiert und Bewegungen mit ihnen gemacht. Das Lustige war dann, dass eben der doch nicht Fuchs nicht zu einem Albatros wurde, sondern zu einem T-Rex. Und ja, es war dann auch relativ amüsant. Zum Beispiel mit diesem Nest bauen wie ein T-Rex. Ja, und dann habe ich halt meinen Fuchs dann so dargestellt, wie der irgendwie so rumfliegt. Und mein Freund hat dann so mit seinem Fuchs so eben dargestellt. Ja, wie dieser andere Fuchs dann eben so zurückblieb und dann eben aber auch selber zum Kreis wird. Und ich finde, er hat das so voll toll gemacht mit den Bewegungen so. Und keine Ahnung, es war auch so voll lustig. Wir dann so gestritten haben dann auch.
Und ja, am Ende haben wir uns dann immer so unsere Füchse so aneinander getan. Und es war einfach voll schön. Also ich hatte so meinen Spaß dabei. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob Captain Peng das gesehen hat. Weil ich war, keine Ahnung, schon 20 Meter von der Bühne entfernt. Also wie gesagt, ich war auch ziemlich körperlich erschöpft und so. Und wenn ich mich da jetzt in die erste Reihe gestellt hätte, ich weiß nicht, ob das Selbstliebe gewesen wäre. Weil je weiter vorne man ist, umso mehr Gedränge ist da ja auch. Und danach war es dann so, dass Captain Peng das Lied Es Ist gespielt hat. Das war das erste Mal, dass er das Lied auch live gespielt hat. Danach kam das Lied Gelernt. Und das hat so krass viel in mir ausgelöst. Also ich habe dann wirklich angefangen zu heulen. Weil es einfach Dinge gibt in dem Lied, wo ich sehe, dass es auch Dinge sind, die so mein eigenes Ego angeht. Zum Beispiel jetzt irgendwie den Helferkomplex oder auch die Essstörung, die ich mal hatte. Und ja, ich habe dann eben die Augen geschlossen und es ist schwer zu beschreiben. Ich habe dann, es ist irgendwie auf jeden Fall sehr viel irgendwie hochgekommen und ich habe das dann irgendwie auch alles zugelassen und mich so von der Musik so hin und her schwanken zu lassen. Und danach kam dann nochmal ein zweites Gedicht und ja, irgendwie ging es dann gerade weiter mit den Tränen. Also ich war halt innerlich irgendwie so total aufgewühlt und ich habe dann aber angefangen so irgendwie so hin und her zu wackeln und teilweise dann auch so nach vorne und nach hinten. Und dann kam auch das Lied Parantatatam. Das habe ich aber gar nicht so arg mehr dann mitbekommen. Also meine Augen waren halt wie gesagt zu. Und ich hatte dann auch immer wieder so die Sorge, dass ich so nach vorne umkippen könnte. Dadurch, dass ich einfach so von voll vielen Sachen innerlich losgelassen habe. Aber vor der Angst, nach vorne umzukippen, konnte ich leider nicht loslassen. Da einfach so viele Leute waren und ja, sicherlich dann irgendjemand hergekommen wäre und gedacht hätte, er muss jetzt erste Hilfe leisten oder so. Dabei ist es ja eher ein innerer Fall. Und ja, mein Kumpel, mein Freund haben mich dann dazu auch angequatscht, weil sie halt gewusst haben, dass ich körperlich ziemlich K.O. war. Und sie haben sich dann einfach so Sorgen um mich gemacht, dass ich irgendwie auch nach vorne umkippen könnte, weil das denen auch aufgefallen ist, dass ich irgendwie so leicht immer wieder so nach vorne irgendwie so geschwankt bin. Und ja, dann war es dann irgendwie aber auch so, dadurch, dass meine Angst, die innen da war, von außen dann quasi bestätigt wurde, dass sich andere dadurch Sorgen machen könnten. Hat es eben diese Ego-Angst verstärkt. Ich konnte dann tatsächlich nicht loslassen, obwohl ich so diesen Art Zug gefühlt habe. Ja, konnte ich in dem Moment mich nicht komplett fallen lassen. Und am Ende war es dann so, dass dann auch noch Soko Sophie gespielt wurde. Und ja, ich habe dann weiter geheult bei dem Lied. Und habe dann aber immer wieder die Augen aufgemacht. Das meiste habe ich aber nicht mitbekommen. Ich weiß aber von meinem Freund, dass Captain Peng eben dann wirklich eine Socke dabei hatte. Auf seiner Hand. Und es war dann halt wirklich so, dass dann er an der einen Liedstelle dann wirklich so komplett zusammengebrochen ist. Und so die Socke dann so da war. Und ja, am Ende hat er, oder war es während dem Lied noch,
die Socke dann ins Publikum geworfen und die hat dann jemand behalten dürfen, soweit ich weiß. Und ja, danach war es dann eben so, nachdem die fertig gespielt haben, meinte Captain Peng noch, dass er ein Bier trinken geht. Und ja, ich glaube, man hätte dann als Fan sogar die Möglichkeit gehabt, mit ihm persönlich zu quatschen. Aber ich war körperlich einfach zu K.O. Und ich musste am nächsten Morgen dann auch noch raus. Und ja, ich hatte die Nacht davor nur 3 Stunden geschlafen. Und ja, mein Kumpel musste auch am nächsten Morgen früh raus. Also haben es dann ziemlich bald gepackt. Und es war dann irgendwie so, es war dann so ein merkwürdiger Zustand. Also ich finde, es hat mir auf jeden Fall gut getan. Ich habe loslassen können, aber eben nur teilweise. Und es war dann irgendwie so, dass dann im Prinzip alles, was so in mir drin ist, irgendwie offen brach lag auf dem Heimweg. Und mein Freund hat mich dann auch gefragt, so wie es mir geht. Und ich konnte es dann so gar nicht direkt einordnen. Also es ging mir nicht schlecht. Ich konnte sagen, dass es mir gut geht, aber es war irgendwie so ein richtig merkwürdiges Gefühl. Und es war dann irgendwie auch so, dass mein Kopf, weiß nicht, das Denken irgendwie sehr beschleunigt war, aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern dass mein Kopf mir zum Beispiel, weiß nicht, so voll viele kreative Einfälle hatte, zum Beispiel was irgendwelche Wortspielereien angeht, und hat sich dann im Kopf, also im Inneren, hat sich dann so alles mögliche, so irgendwelche Szenarien ausgemalt, irgendwelche lustigen Situationen. Also ich hatte ständig irgendwelche Kopfkinos oder so. Ja, die letzten paar Tage ist es dann auch so. Ich habe mir dann am Montag ein Skizzenheft gekauft und mein Kopf ist seitdem irgendwie weiter noch so aktiv. Aber halt wirklich nicht auf eine negative Art und Weise die meiste Zeit. Also manchmal ist mein Ego auf eine destruktive Art und Weise noch da. Habe ich jetzt zum Beispiel auch jetzt kurz vorm Aufnehmen gemerkt, wegen der Angststörung. Aber es ist einfach so eine kreative Flut da. Also ich habe mir am Montag, nee, das war nicht der Montag, egal. Ich habe mir vor 3 Tagen ein neues Skizzenheft gekauft und 18 Seiten davon sind jetzt schon voll. Und also ich tue wirklich, weiß nicht, also am ersten Tag habe ich glaube 8 Stunden lang gezeichnet, am zweiten Tag dann noch mehr, also da waren es sicher 10 Stunden, vielleicht auch 12. Und heute war ich ein bisschen weniger aktiv, aber auch auf jeden Fall mehrere Stunden. Und es ist einfach so krass, was da so eine Flut aus mir rauskommt. Das ist so wow. Also so ein richtiges Flow. Ja, und ich habe das Gefühl, das Konzert hat mich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen weitergebracht. Also ja, ich habe auch gemerkt, was für Fortschritte ich schon gemacht habe. Und kurz vor dem Konzert war tatsächlich die Angststörung ein bisschen da. Aber ich habe tatsächlich während dem ganzen Konzert keine CBD-Tropfen gebraucht. Und ja, meine Laune war so voll mega gut. Und es war dann auch einmal so, dass mein Kumpel und mein Freund beide aufs Klo mussten. Und dann wollte mein Kumpel zuerst warten, damit ich nicht alleine sein muss. Weil er eben noch so gewohnt von mir war, dass ich eben, weiß nicht, so Probleme hatte, alleine unter fremden Leuten zu sein. Und ich habe dann einfach so gemeint, dass es so voll klar geht und er ruhig auch gehen kann. Ja, es ist einfach so krass, was für Veränderungen innerhalb von, ja, jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr passiert sind. Da das Ganze von den Kapitalistenschweinen der Sparkasse so mitfinanziert wurde, das Konzert, waren die Getränke so krass überteuert. Und man konnte auch nur so einen Durstlöscher, also einen Tetrapack 0,5 mitnehmen. Das gab nicht wirklich Möglichkeiten, den aufzufüllen.
Und das günstigste Getränk, so abgesehen von Wasser, war dann halt einfach mal Slush. Vom Essen braucht man jetzt gar nicht reden, wie viel es gekostet hat. Also das Wasser hat 3,50 gekostet für 0,5 und Slush 0,4 hat dann 4 Euro gekostet. Und es war dann halt wirklich so das zweitgünstigste. Also es war günstiger als jetzt, keine Ahnung, irgendein Apfelsaft oder so. Und wir haben dann, glaube ich, 20 Euro so für Slush ausgegeben an dem Abend. Das war auch mal cool, den ganzen Abend Slush trinken. Im Regenwetter. Das Gute am Regen war dann halt auch, dass das Trinken dann halt zumindest minimal wieder ein bisschen voller geworden ist. Und obwohl wir dann so ein bisschen ausgebeutet wurden von den Getränkeständen, haben wir uns, mein Freund und ich, entschlossen, das Buch von Robert Quistek, also Captain Peng, zu kaufen. Der unsichtbare Apfel. Es ist noch verpackt, ich habe es noch nicht angefangen, weil ich gerade im Buch von Prechter angefangen habe zu lesen. Sobald ich das Jahr aber gelesen habe, wird hier auf dem Kanal auf jeden Fall eine Review kommen. Und was ich auch vor einiger Zeit mal so als Idee hatte, ist, dass ich Captain Peng Texte analysiere und interpretiere. Ja, also so meine persönlichen Eindrücke von den Liedern. Ich meine, so eine absolute Interpretation ist ja eher unmöglich, aber ja, weiß nicht. Ich kann tatsächlich, weiß nicht, gut, so was die Mittel angeht, so das irgendwie interpretieren und so. Ich gehöre zu diesen komischen Menschen, die im Deutschunterricht bei Gedichtsanalyse keine Probleme hatten. Was vielleicht auch an der sprachlichen Hochbegabung liegt, aber egal. Und ja, das muss ich doch mal nutzen, ganz ehrlich. Und es braucht einfach auch einen Kanal, der ja Captain Peng worshipped und ja, so, weiß nicht. Also ich habe sowas bisher noch nicht auf YouTube gefunden und es braucht es einfach. Also es ist was ich selber angucken würde, also mache ich es einfach mal. Ja, vielleicht mache ich auch mal ein komplettes Skizzenheft voller Captain Peng Zitate, das wäre auch eine coole Idee. Oder mein Freund und ich kaufen uns vielleicht auch noch eine zweite Handpuppe und dann tun wir, ja, vielleicht sie mögen sich so selber irgendwie so darstellen mit den Fuchspuppen. Das wäre auch cool. Ich muss mal schauen. Viel zu viele Ideen. Mal gucken, wie viel ich davon umsetze, aber ich habe auf jeden Fall Bock dazu. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie so ein Captain Peng Konzert ist. Und ich wünsche euch noch alles Gute dabei, mit Foxy das Weltall zu ergründen.